Ich finde es super, wenn sich junge Menschen politisch engagieren und sich einbringen wollen. Und deswegen unterstütze ich das, dass es dort Leute gibt, wie bei Fridays for Future, die sagen, wir wollen politisch denken und wir wollen unsere Ideen umsetzen. Und das tut man danach, nachdem man jetzt auch sich die Aufmerksamkeit erreicht hat, am besten in politischen Jugendorganisationen. Dafür stehen wir sehr bereit. Wir sind offen dafür, dass wir darüber sprechen, wie wir Klimaschutz umsetzen. Und ich finde, wir müssen raus aus der Begrenzung, sondern wir müssen rein in die Innovation. Und darum geht es nicht immer nur darüber zu sprechen, dass wir eine Verbotsrhetorik haben, sondern dass wir eine Innovationsrhetorik haben. Dafür stehen wir als Junge Union. Wir müssen auch uns selbst eingestehen, auch ich mir persönlich, das sage ich auch ganz offen, dass wir viel zu lange auf das Thema Schulpflicht gedrängt haben und uns viel zu wenig mit den inhaltlichen Themen auseinandergesetzt haben, die die jungen Menschen gerade bei Fridays for Future auch bewegen. Und deswegen finde ich, soll es nicht so sehr darum gehen, dass wir immer nur auf die Schulpflicht drängen, sondern wir sollten viel, viel mehr darauf setzen, was eigentlich die inhaltlichen Forderungen sind und uns damit auseinandersetzen. Das wäre zumindest mein Appell an die CDU. Ja, gehen wir mal beispielsweise in den Verkehrssektor. Wenn ich mir angucke, wir reden in Deutschland jetzt darüber, ob wir Kurzstreckenflüge verbieten wollen. Aber eigentlich brauchen wir doch erstmal die Alternativen. Wir müssen darüber reden, wie wollen wir eigentlich dann durch Deutschland kommen. Und deswegen wünsche ich mir eine neue Initiative für den Transrapid. Die Zukunft heißt Hyperloop, wo es wirklich um Magnetschwebebahnen geht, die aus Deutschland kommen können, die ganz Europa miteinander verbinden können. Dann haben wir wirklich Zukunftsprojekte, mit denen wir Deutschland, mit denen wir ganz Europa verbinden können. Und damit hätten wir Technologie, die auch am Ende Kurzstreckenflüge überflüssig macht. Das sind Sie doch Zukunftsprojekte, über die wir reden müssen und nicht über irgendwelche Verbote oder irgendwelche Bepreisungen. Am Ende geht es um Technologie und um Zukunft.